Ich will verstehen, wie verunreinigte Luft überhaupt ins Flugzeug kommen kann. Dazu muss ich in die Niederlande reisen, in ein Luftfahrtmuseum nahe Amsterdam. Ich bin mit Dieter Scholz verabredet. Er ist Professor für Flugzeugtechnik bei Passagierflugzeugen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Hier erklärt er uns an einer ausrangierten Boeing 747, wo die Atemluft während des Fluges eigentlich herkommt. Das System ist bei allen Airbus-Modellen und den meisten Boeing-Modellen gleich. Ein Triebwerk ist ja so aufgebaut, dass man vorne den Kompressor hat, dann die Brennkammer und hinten die Turbine. Und vom Kompressor wird die Luft dann abgenommen. Wann kam man auf die Idee, auch die Luft zum Atmen im Flieger hier abzunehmen? Man versucht ja, möglichst preiswert zu bauen. Und jede Komponente, die man noch extra an Bord hat, kostet ja wieder. Und den Kompressor für die Turbine hat man sowieso. Also zapft man da Luft ab und nutzt die und macht das mit der Komponente, die ohnehin schon da ist. Im Triebwerk wird der nötige Kabinendruck erzeugt. Mit der Luft, die auch die Passagiere einatmen. Das Problem besteht nur darin, dass jeder Kompressor, den ich habe, natürlich auch Lager hat. Und die Lager müssen geschmiert werden. Und da sind Dichtungen, die sind vielleicht nicht 100% dicht. Und das macht die Probleme. Reden wir nur von Öl? Sprechen wir nur von Öl, was verdampft in die Kabine ziehen kann, oder auch von anderen Stoffen? Na, erstmal haben wir es eben mit dem Öl zu tun. Aber wie Sie auch schon in der Frage angedeutet hatten, wir haben ja durch die Verdichtung extrem hohe Temperaturen. Und also 500 Grad, um mal eine Größenordnung zu nennen. Bei diesen Temperaturen, da verbrennt das Öl ja. Das heißt, wir haben da verrückte Mischungen, Verbrennungsrückstände. Wir bitten die beiden weltgrößten Hersteller von Passagierflugzeugen, Boeing und Airbus, um eine Stellungnahme, hätten uns Vorteile und Probleme des Systems gerne erklären lassen. Eine Antwort bekommen wir nicht. Mein Fazit: Verunreinigte Kabinenluft kann bei manchen Menschen kurzfristig schwere gesundheitliche Schäden verursachen. Die langfristigen müssen dringend besser erforscht werden. Die Debatte wird hitziger und die warnenden Experten lauter. Die Unklarheiten im Meldesystem müssen geschlossen werden. Die Branche gerät immer stärker unter Druck, an einer Lösung für das Problem zu arbeiten.